Hier habe ich Kürbis, fragt mich nicht welchen. Der ist außen blau, innen gelblich und riesig, wirklich riesig. Und diese dunklen Tomaten, die total lecker dazu schmecken. Und das alles koche ich in einem von mir selbst ausgekochten Stock, also sprich von mir selbst gemachter Brühe. Während das Gemüse kocht, bereite ich den Rest vor. So, hier haben wir Oregano aus dem Garten meiner Freundin. Da ist Chili von einer anderen Freundin. Das war so das kleine Hochzeitsgeschenkchen an alle Gäste. Das hier sind Chicken Chunks, also Hühnchenstückchen. Die sind vegan, die sind auf Sojabasis. Und hier habe ich angebratene Zwiebelstückchen. Wenn ich eine große Zwiebel habe, das ist so, finde ich, mein Insider-Tipp, dann schneide ich die komplett und brate die komplett an und den Rest friere ich einfach weg. Und das funktioniert super.
Oi, oi, oi.